Shalom, guten Morgen. Wir lesen die Werke von Bala Sulam. Das ist die Einführung zu Talmud Esasfirot. Ihr könnt das Material auf der Seite Kapkoil-Seite finden oder in unserem auf unserer Aravut-Seite. Ihr könnt auch eure Fragen auf der Kapkoil-Seite stellen. Ausgewählte Fragen werden während dem Unterricht gestellt. Ich habe mit einigen Leuten gesprochen und sie haben empfohlen, die Einführung zu Talmud Esrasfirot zu lesen. Das ist eine lange, schwierige Einführung, aber mit ihrer Hilfe werden wir besser verstehen, was der Glaube über dem Verstand ist, was Lishma ist, wie man zur Spiritualität gelangt, wie man in sie eintritt, wie wir uns in ihr befinden. Diese Einführung führt uns genau dorthin. Deshalb werden wir sie studieren. Ich hoffe, dass wir wirklich Fragen haben, die zum Thema sind, weil die sachbezogene Fragen haben, weil diese Einleitung eigentlich sehr, sehr lang ist, diese Einführung. Und nicht, dass wir wirklich bei jedem Punkt stehen bleiben, sondern im Allgemeinen die Herangehensweise verstehen, die der Bala Sulam uns hier vermitteln möchte. Und wie gewöhnlich, wenn es Fragen geben wird, dann stellt sie aber, bitte überlegt zweimal, ob man diese Frage stellen sollte oder nicht. Denn für gewöhnlich bemüht man sich zu sehen, dass das, was ich jetzt frage, und diese Frage, die ich jetzt darauf stelle, die ich mir jetzt aufschreibe, ob ich nicht vielleicht in ein paar Sätzen die Antwort darin sehen werde. Kommt, nehmen wir bitte auf alle Rücksicht. Bitte sehr. Einführung zu Talmud Esasfirot, Punkt 1. Als erstes sollte ich sagen, dass ich es für äußerst notwendig erachte, die eiserne Mauer zu sprengen, die uns von der Wissenschaft der Kabbalas seit der Zeit der Zerstörung des Tempels und bis zur heutigen Generation trennt. Schaut euch an, was er tun möchte. Er sagt, zwischen uns und der Weisheit der Kabbalah gibt es eine eiserne Mauer, wirklich eine Mauer. Aber man kann sie nicht überqueren, aber wir müssen sie überqueren. Diese Mauer lastet schwer auf uns unterwegs, die Befürchtung, dass die Kabbalah im Volk Israel gänzlich vergessen wird. Das heißt, es gibt hier die Möglichkeit, diese Mauer zu überwinden und zum Zweck der Menschheit zu gelangen, den Schöpfungssinn zu erlangen, vor unserem Leben, nach unserem Leben. Und wenn wir das nicht tun, so kann diese Methode gänzlich vergessen werden. Wenn ich mich aber an das Herz eines Menschen wende und vom Studium der Kabbalah spreche, dann lautet seine erste Frage: Wozu sollte ich wissen, wie viele Engel es im Himmel gibt und wie sie heißen? Das heißt, der Mensch denkt darüber, dass die Weisheit der Kabbalah über etwas spricht, was irgendwo im Himmel ist, über Engel oder sonst etwas. Das heißt, er sieht keinen eigenen Bezug dazu. Und deshalb fragt er, warum sollte ich das überhaupt wissen? Und er stellt hier weitere Fragen, die einen Bezug zu jenen haben, die andere kabbalistische Bücher lesen. Deshalb sollten wir zum Punkt 2 übergehen. Zweitens, Punkt 2. Zweitens fragt er, haben die Weisen nicht etwa festgelegt, dass man sich zuerst den Talmud und die Gesetze im Maße aneignen sollte? Und wer kann sich selbst betrügen und glauben, dass er bereits das Studium im ganzen Laufe der abgeschlossen habe? Was ist der Sinn unseres Lebens? Das
Das heißt, die Weisheit der Kabbalah muss uns eigentlich eine Antwort auf eine ganz einfache Frage geben. Was ist der Sinn in unserem Leben? In anderen Worten, diese gezählten Jahre unseres Lebens kommen uns so teuer zu stehen und die zahlreichen Leiden und Qualen, die wir erleiden, um sie im Endeffekt zum Abschluss zu bringen. Wer genießt sie? Oder noch genau, wem bereite ich damit Genuss? Warum leiden wir so sehr in unserem Leben? Welchen Sinn hat dieses Leben? Welches Sinn hat dieses Leid? Und warum ist es so aufgebaut? Es ist tatsächlich wahr, dass Forscher unterschiedlicher Generationen bereits darin ermüdeten, darüber nachzudenken, um nicht zu sprechen von unserer Generation, in welcher niemand über diese Frage auch nur nachdenken möchte. Dadurch blieb aber dieses Wesen die Frage unverändert in seiner ganzen Kraft und Bitterkeit. Manchmal erteilt sie uns überraschend, senkt uns den Verstand und zwingt uns in den Staub, bevor uns wieder gelingt, den altbekannten Trick anzuwenden, sich dem Fluss des Lebens ohne Überlegung hinzugeben, wie einst. Je mehr sich die Menschheit nämlich entwickelt, desto mehr nimmt das Leid auch zu. Und jeder begibt sich in allen möglichen Probleme in der ganzen Welt. Und überhaupt die ganze Welt ist in allen möglichen Problemen. Von Leben zu Leben, von Generation zu Generation sehen wir, dass die Sorge des Menschen, die innere Unruhe, die er hat, die sowohl seelisch als auch, auch die seelische Unruhe, dass es immer nur schlimmer wird. Warum nennt man das Entwicklung? Das ist ja eigentlich eine schlechte Entwicklung. Was hat der Mensch heute als vor hunderten Jahren? Es gab viel mehr Menschen, die quasi ruhiger gelebt haben, sorgloser. Heute sehen wir große Städte, Nationen, Kriege. Es gibt keinen Ausweg daraus. Was soll man tun? Also sagt er, warum ist dieses Leben so aufgebaut und was werden wir davon haben? Je mehr wir vorankommen und je mehr wir ein entwickeltes Leben uns ausmalen wollen mit Technik und Technologie, so wissen wir, dass je mehr wir uns darin entwickeln, es uns noch mehr Leiden und Probleme bereitet, sowohl auf persönlicher als auch auf allgemeiner Ebene. Bitte. Also was sagt er? Die Lösung, die wir momentan finden, ist, dass wir das Leben einfach so fortsetzen, dass der heutige Tag so ist wie gestern und der morgige so wie heute und so gut, so wenig wie möglich denken, weil das verursacht uns keine Schmerzen. Und das bedeutet einfach im Fluss des Lebens mitzuschwimmen. Punkt 3. Punkt 3. Als Lösung dieses nebulösen Rätsels steht geschrieben, kostet und sehe, dass der Schöpfer gut ist. Gerade diejenigen, welche die Torah und die Mitzvot richtig befolgen, kosten den Geschmack des Lebens und sehen und bezeugen, dass der Schöpfer gut ist. Wie die Weisen sagten, kreiert er die Welten, erschaffte er die Welten, um seinen Geschöpfen Genuss zu schenken. Denn für einen Guten geziemt es sich, Gutes zu tun. Das heißt, im Großen und Ganzen gibt es eine Lösung. Und die Lösung liegt aber nur darin, die höhere Kraft zu enthüllen. Wie es heißt, kostet und seht, wie gut der Schöpfer ist. Denn wenn wir ihn enthüllen, sehen wir unser ganzes Leben von einem Ende bis zum anderen Ende. Die ganze Entwicklung in der Natur, dann sehen wir, warum alles warum und weshalb alles geschieht. Und wir betrachten alles ganz anders. Denn indem wir unsere Augen öffnen, verändern wir uns selbst. Und in dieser neuen Sicht sehen wir, dass die Welt nicht so ist, wie sie uns früher erschienen ist.
Derjenige aber, der noch nicht in das Leben durch die Befolgung der Tora und der Mitzvot gekostet hat. Das heißt, dass er alle Handlungen der Schöpfung vom Beginn bis zum Ende sieht und warum das geschehen ist und wie das Ganze aufgebaut ist und zu welchem Ziel uns es bringen sollte. Kann natürlich nicht verstehen und nicht empfinden, dass der Schöpfer gut ist. Dass die ganze Natur eigentlich nur zu seinen Gunsten, zu seinem Wohl wirkt. Wie es von den Weisen gesagt wurde, dass auch die ganze Absicht des Schöpfers bei der Schaffung des Menschen nur darin bestand, ihm Genuss zu schenken. Das heißt, dass wir von vornherein zu so einer Welt gelangt sind, um Genuss an ihr zu haben, um uns zu entwickeln, um uns mit all der Güte in die Schöpfung einzuschließen. Und in der Schöpfung gibt es nur Gutes. Doch wir sehen das anders. Deshalb kommen wir und lernen, wie wir zur wahren Form der Wirklichkeit gelangen. Und daher gibt es für ihn keinen anderen Rat, als die Tora und die Gebote richtig zu befolgen. Genau. Man muss also überprüfen, was ist die Tora und was sind die Mitzvot und was bedeutet dann dementsprechend, sie zu wahren, sie zu befolgen. Denn durch die Befolgung gelangen wir zu einem ewigen, vollkommenen Leben voller Güte. Und darüber heißt es in der Tora, ich habe dir heute vorgelegt das Leben und das Gute und den Tod und das Böse. Anders gesagt hatten wir vor der Aussendung. Das heißt, der Mensch fühlt noch nicht das gesamte System der Natur. Außer in der Tora nichts vor uns, als außer nur dem Tod und dem Bösen. Wie die Weisen sagten, Sünder werden in ihrem Leben als Tote bezeichnet. Denn der Tod ist für sie besser als das Leben, da sie Leiden und Qualen, die sie zur Aufrechterhaltung ihrer Existenz erdulden, vielmals den kleinen Genuss übersteigen, den sie im Leben verspüren. Nun werden wir bei der Tora und der Mitzvot gewürdigt, wenn wir die wahren Naturgesetze einhalten, welche Tora und Mitzvot heißen, das heißt geben, schenken, Verbindung, so wie wir darüber zuvor gesprochen haben. Und indem wir sie erfüllen, gelangen wir zum wahren Leben, welches uns mit Freude erfüllt. Wie geschrieben steht, kostet und seht, dass der Schöpfer gut ist. Und dadurch heißt es, ich habe dir heute vorgelegt, das Leben und das Gute, den Tod und das Böse, das, was ihr vor der Aussendung der Tora überhaupt nicht hattet. Der Ausspruch endet mit den Worten, wähle aber das Leben, damit du und deine Nachkommen leben mögen. Auf den ersten Blick ist das die Wiederholung von einem demselben. Wähle das Leben, damit du leben mögest. Aber hier ist das Leben im Befolgen der Tora und der Mitzvot gemeint. Das heißt, wenn wir die Naturgesetze in wahrer Weise erfüllen, das wird als Tora und Mitzvot bezeichnet, Verbindung, wie wir das früher genannt haben. Und dann ist es das wahre Leben, während das Leben ohne Tora und der Mitzvot schwerer als der Tod ist. Und davon sagten die Weisen, Sünder werden in ihrem Leben als Tote bezeichnet. Daher steht geschrieben, damit du und deine Nachkommen leben möget. Mit anderen Worten bringt das Leben ohne Tora nicht nur seinen Besitzer keinen Genuss, sondern jeder kann auch anderen keinen Genuss schenken. Das heißt, selbst von seinen eigenen Söhnen hat er keinen Genuss, weil auch das Leben dieser Söhne schwerer ist als der Tod. Das ist das, was wir von Generation zu Generation sehen.
Man bringt Kinder zur Welt, Söhne, möchte, dass es ihnen gut geht. Aber alles geht einfach so weiter, wie es bei uns war. Mit aller Kraft und im Leidvoll setzen wir unser Leben fort, bis wir alt werden und sterben. Und niemand sieht irgendein Ziel oder irgendein gutes Ende. Und welches Geschenk lässt er ihnen als Erbe? Aber derjenige, der die Tora und die Gebote lebt, wird nicht nur des Genusses in seinem Leben gewürdigt, sondern auch froh, Söhne zu haben und ihren eigenen Anteil in diesem guten Leben zu übergeben. Das heißt, wer die Naturgesetze in wahrer Weise spirituell erfüllt, sieht eine andere Welt. Und alles, was er hervorbringt, in dem sieht er die Enthüllung der ewigen, vollkommenen Natur, deren Teil er wurde. Und darüber steht geschrieben, damit du und deine Nachkommen leben möget, da der Mensch einen zusätzlichen Genuss am Leben seiner Söhne hat, welches er verursachte. Fragen? Gibt es noch nicht? Gut, dann lass uns weitermachen. Bitte, Dudi. Kann man eventuell diesen, alles, was Bala Sulam sagt, das beginnt damit, diese eiserne Mauer zu sprengen. Was ist das? Was ist gemeint? Wir wissen das nicht. Wir fühlen nicht, dass uns etwas daran hindert, die Wahrheit zu sehen. Denn dementsprechend müssten wir die Wahrheit in einem gewissen Maß sehen, in einem geringen Maß. Das bedeutet, ich habe gar keinen Drang, die Wahrheit zu sehen, das wahre Leben. Ich fühle nicht, dass es irgendetwas jenseits dieser Welt gibt, die wir hier haben. Deshalb befinden wir uns in einem Zustand, wo wir nirgendwo hin streben. Ich bin auf der tierischen Ebene. Dort, wo ich geboren wurde, dort befinde ich mich in einer und derselben Herde. Und ich lebe das Leben, so wie alle anderen, und darin gibt es nichts Neues. Und darin unterscheidet sich der Mensch nicht von den Tieren, sondern wir alle existieren noch so. Aber es gibt die Möglichkeit, sich über diese irdische, tierische Ebene zu einer anderen Ebene zu erheben, wo wir zuerst einmal wissen, dass es eine andere Existenz gibt, ein anderes Leben. Und alle dieses Leben erlangen können. Und im Endeffekt erfassen das auch. Und dass es eine Methode gibt, wie man zu diesem Leben gelangt. Also kommt, lasst uns dazu gelangen. Das ist ganz einfach. Kommt, enthüllen wir dieses Leben. Das ist das, was er hier sagt. Nun, um den Menschen von der tierischen Stufe zur menschlichen Stufe zu erheben, zur Stufe von Adam. Deshalb heißt er auch Adam. Also Adam kommt von dem Wort Edame, ähnlich werden, dem Schöpfer ähnlich werden. So haben wir eine Methode, welche Weisheit der Kabbalah heißt, wie wir die Entwicklung richtig annehmen können und zur Stufe des Schöpfers gelangen können. Das ist das, was wir lernen. Volga, bitte. Darauf. Вот он здесь пишет, er schreibt hier, dass im spirituellen tun wir unser eigenes Leben genießen und zusätzlicher Genuss, der Grund, dass ich verstehe nicht, was dieser zusätzliche Genuss ist. Wenn wir das Wesen des Lebens erkennen, das Schöpfungsziel erkennen, den ganzen Prozess vom Beginn bis zum Ende sehen, indem wir den Rahmen des tierischen Lebens überwinden, und im Großen und Ganzen kann man
100 Jahre leben, erleben wir 100 Jahre vielleicht, aber wir sehen die ganze Wirklichkeit jenseits dessen, nicht nur 100 Jahre zuvor oder danach, sondern in einer Zeitspanne von 100 Jahren, sondern wir erheben uns, wir treten aus den Begrenzungen von Zeit, Ort und Bewegung und gehen über in eine andere Sphäre. Dort gibt es diese Begrenzungen nicht. Und von dort sehen wir das Wesen der Wirklichkeit, das Schöpfungsziel, dass das nicht zu Ende geht, sondern dass das ewig existiert und wie wir dementsprechend uns daran anpassen bzw. verbessern. Kiew. Vater Rafa schreibt, man kann schmecken, wie gut der Schöpfer ist, das kann man durch die Tora und die Gebote. Aber er schreibt hier nicht durch das Studium der Kabbalah. Warum ist das so? Wir können nicht zum Studium der Torah gelangen. Der Torah, also sämtliche spirituellen Gesetze werden als Torah bezeichnet. Und Mitzvot sind all jene Methoden unserer Verbindung mit dem höheren Licht, welches uns entwickelt. Das wird als Torah, das sind die Torah, das ist die Torah und die Mitzvot. Denn die Kerze ist eine denn die Kerze ist die Mitzvah und das Licht ist die Torah. Also die Mitzvot sind einzelne Kerzenlichter und die Torah ist das umgebende Licht. Wir werden darüber noch lesen. Was heißt es überhaupt, zu schmecken, wie gut der Schöpfer ist? Die Lichter, die wir in der Kabbalah erhalten, werden als Oropnimi bezeichnet, als innere Lichter oder Ta'amim, Geschmäcker. Das hast du sicherlich gehört. Das ist ein Licht, das sich in der Seele ausbreitet, vom Peh bis zur Neshama. Ein Verlangen, das in Übereinstimmung sein möchte mit dem Schöpfer, erhält eine Fülle, eine Füllung in sich. Und dieses Verlangen, das gefüllt wird mit Licht, entwickelt, also das Licht entwickelt und formatiert dieses Verlangen so, dass es angepasst wird an das Verlangen, an das Licht, an den Schöpfer. Und dementsprechend wird dies eben als Enthüllung des Schöpfers, als Offenbarung des Schöpfers an das Geschöpf bezeichnet. Weiter? Und er erklärt hier, dass er wähle das Leben. Das heißt, er sagt, dass der Sinn des Lebens darin liegt, ja, um den Schöpfer zu schmecken, so zu fühlen. Das Wesen des Lebens oder das Schöpfungsziel liegt darin, uns zu einem Zustand zu bringen, wo all unsere Wünsche sich grenzenlos entwickeln. Sowohl die Guten als auch die Schlechten. In alle möglichen Richtungen sollen sie sich öffnen und sich so entwickeln, dass sie all das höhere Licht in sich aufnehmen, damit das höhere Licht sie strukturiert, ausrichtet, sie formiert, damit all die Wünsche ebenfalls in der Ausrichtung um des Gebens willen sind. Und das bedeutet, dass die Dunkelheit wie Licht leuchtet. Du kannst Fragen stellen, wann immer du willst. Petach Tikva 12, bitte. Die Frage, was ist der Sinn meines Lebens? Man muss das versuchen, irgendwie zu beruhigen, oder ist es gut, dass man diese Frage stellt? Nein, wir müssen den Sinn im Leben suchen. Im Endeffekt erlangen wir den Sinn im Leben nach den Ta'amim, nach den Geschmäckern. Das sind die höheren Lichter, die sich im Parazuf des Geschöpfs ausbreiten. Ja, in dem Maß, in dem das Geschöpf seine Verlangen an das Licht anpassen kann, so tritt gemäß der Übereinstimmung der Form zwischen Licht und Verlangen das Licht in das Verlangen ein und füllt es. Und der Teil des Lichtes, der in das Verlangen eingetreten ist und es gefüllt hat, wird als Ta'amim bezeichnet. Das sind, Übersetzung heißt Geschmäcker.
Nur man fühlt manchmal, dass wenn man sich mit der Torah beschäftigt, dann hat man auch diesen Fluss des Lebens. Man stellt sich diese Frage nicht und man stellt sich die Frage über den Sinn des Lebens nicht. Sich mit der Torah zu beschäftigen bedeutet, sich mit etwas zu beschäftigen, was dir die Möglichkeit gibt, das höhere Licht zu erhalten. Die Torah wird als höheres Licht bezeichnet. Machst du Korrekturen deines Verlangens, führst du Korrekturen an deinem Verlangen durch, um das höhere Licht zu erhalten, so wird das als Mitzvot ausführen bezeichnet. Das heißt Handlungen, damit dein Verlangen dem Licht angepasst werden. Was kann den Menschen davor hüten, um nicht in diesen Fluss des Lebens sich wieder hinzugeben? Nur die Gruppe, sonst nichts anderes außerdem. Und wie kann er dann? Deshalb steht geschrieben, entweder die Freunde, der Freundeskreis oder der Tod. Weil wir sehen immerhin, wie auch die vorige Frage war, dass auch innerhalb der Gruppe der Mensch in den Fluss des Lebens wieder hineingezogen werden kann. Aber er schleppt sich mit der Gruppe, befindet sich mit ihnen in einer gewissen Bürgschaft, welche ihn langsam aus der materiellen, aus dem materiellen Alltag hinausführt und allmählich zu einem spirituellen Alltag führt, welche ihn erhebt. Stellt Fragen. Also ich bin bei dieser Einführung sehr, sehr geduldig, um auf alles zu antworten, okay? Warte, Baltikum 4, bitte. Raff, wovor muss man sich hier hüten, dass wir hier herausfallen können von diesem Weg der Torah, in dem wir die Kabbalah studieren? Nein, wenn wir studieren und in der Arbeit, in der Gruppenarbeit sind, so können wir nicht abfallen. Die Gruppenarbeit bewahrt uns, beschützt uns und die Gruppe ist in den Händen des Schöpfers. Aus diesem Grund werden wir nicht fallen. Das Wichtigste sind diese beiden Komponenten. Wir müssen in der Gruppe sein und tagtäglich unsere Unterrichte lernen. Und dann werden wir nicht fallen. Aber um in der Gruppe zu sein und die Unterrichte zu lernen, müssen wir Kräfte einbringen. Aber sowohl die Gruppe als auch das Lernen, das Studium, helfen uns, um Kräfte zu erhalten und um weiterzumachen. Italien 4, bitte. Buongiorno, Maestro. Grazie della possibilità. Qui nel testo è scritto che i morti sopportano dolore e sofferenza. Danke für die Möglichkeit zu fragen. Hier im Text heißt er, sagt er, dass die Toten, dem Toten bleibt nur das Leid in seinem Leben. Und deswegen werden sie als Tote bezeichnet. Können Sie dieses Verständnis genau erklären? Weil ich gedacht habe, dass die Sünder, die Leiden nur anderen bringen. Hier heißt es, dass sie diese Sünder leiden. Sünder sind jene, die unser Leben verderben, in welchem sie keinen Zweck finden. Und indem sie sich so zur Gelegenheit, die Gelegenheit des Wachstums verhalten, so werden sie als Tote bezeichnet. Es ist nicht so, dass sie sterben, sondern ihre Einstellung, den heutigen Tag so fortzusetzen wie gestern und nur um einfach zu überleben und fürs körperliche Dasein, das wird als Tod bezeichnet. Aber darf ich auch eine Frage stellen? Bitte. Hier sagt Bala Sulam, spricht er über die Frage, über diese bittere Frage, die den Menschen wecken muss, der sich mit anderen Dingen befasst. Die Frage ist, wie können wir den Menschen diesen Geschmack des Lebens offenlegen,
wenn gerade sie den Genuss in anderen Dingen sehen. Wir sprechen nicht über jene Menschen, die einen Genuss am Leben verspüren. Sollen sie das Leben genießen? Wir sprechen über jene Menschen, die gemäß ihrer inneren Entwicklung nicht etwas im Leben finden können. Sie haben nichts, wovon sie genießen, was sie genießen könnten. Gut, man kann sich immer mit dem einen oder dem anderen beschäftigen, aber sie haben eine innere Empfindung, dass ich habe nichts zu tun. Ich finde keine innere Füllung für meinen in diesem Leben. Was soll ich tun? Wozu sollte ich leben? Wozu lebt man? Und dann gelangen sie in ihren Suchen zu jenen Fragen, wozu man lebt, was diese Lebensjahre sind. Und dann sagt er, dass das, was wir brauchen ist, und du wähltest das Leben. Und was ist das wahre Leben? Zu einem ewigen Leben zu gelangen, welches die ganze Wirklichkeit eröffnet, wo du von einem Ende zum anderen Ende sehen kannst. Und das, was du erhältst, füllt dich grenzenlos. Und es lässt keine Frage offen. Denn dementsprechend bist du aufgebaut, strukturiert. Und dann enthüllt man den Schöpfer. Tel Aviv 4. Die Frage, was ist der Sinn meines Lebens? Das ist nur am Anfang des Lebens oder ist es bis zum Ende die Korrektur? Bis zu Gmar Tikkun, weil dort erhältst du die vollkommene Antwort auf die Frage, was der Sinn des Lebens ist. Weil die Geschmäcker, also das Licht, welches in deine korrigierte Seele eintritt, das ist der Sinn im Leben, der Geschmack im Leben, wo sich der Schöpfer grenzenlos in das Geschöpf eingleitet. Mark 6. Danke, Raf. Am Ende Punkt 3 heißt, dass der Mensch zusätzlichen Genuss bekommt und der Grund der Söhne, was ist damit gemeint, dass auch zusätzlichen Genuss am Leben, wer Söhne hat, welche er verursacht hat. Das sind all jene Gedanken und Wünsche, die wir in uns entwickeln. Diese werden als Söhne bezeichnet. Das, was ich jetzt bin, heißt, ist der Zustand des Vaters und der neue Zustand, den ich vorbringe, wird Sohn bezeichnet. Das heißt, alles, was ich morgen haben werde, kommt ebenfalls von dem Fluss des Wesens im Leben und ich werde dadurch an ihnen mich mit ihnen ebenfalls entwickeln und nicht bedauern, dass ich mich damit beschäftigt habe. Punkt 4. Im Licht des Gesagten sollst du den Ausspruch der Weisen über die Äußerung verstehen. Wähle aber das Leben. Er besagt, ich befehle euch, den Teil zu wählen, der Leben heißt, wie ein Mensch, der seinen Söhnen sagt, wähle den wundervollsten Teil an meinem Erbe. Er stellt ihnen vor, diesen wunderbaren Teil und sagt, das sollst du dir wählen. Und darüber heißt es, der Schöpfer ist mein Los und mein Geschick. Du unterhältst mein Schicksal. Du hast meine Hand auf das gute Schicksal gelegt und gesagt, nimm dies. Das heißt, der Schöpfer muss den Menschen und jeden Einzelnen von uns im Endeffekt zum guten Schicksal führen. Und auf den ersten Blick sind diese Worte unverständlich, denn es steht geschrieben, wähle aber das Leben. Und dies bedeutet, dass der Mensch selbst wählt. Die Weisen aber sagen, dass der Schöpfer den Menschen vor den wundervollen Teil stellt. Und wenn dem so ist, gibt es hier keine Wahl mehr. Wir befinden uns in dieser Frage. Wähle ich jeden Augenblick und Schritt für Schritt, den ich gehe, oder richtet mir der Schöpfer das ein? Und wo habe ich hier eine freie Wahl? Und mehr als
Das sagt man, dass der Schöpfer die Hand des Menschen auf das gute Schicksal legt. Das verwundert durchaus, denn wenn dem so ist, wo liegt denn die Wahl des Menschen? Wir stellen uns hier ebenfalls die Frage immer, kommt das alles von oben oder ist irgendetwas von uns abhängig? 50-50 oder Drittel-Drittel, nehmen wir in unserem Schicksal teil oder ist das alles von oben bekannt und nur wir wissen das nicht? Weshalb uns dieses Leben so unklar scheint. Das ist wie bei einem kleinen Baby. Du lässt das Kind im Zimmer herumkrabbeln, beobachtest es von der Ferne, aber das Kind hat den Eindruck, ich kann hier alles tun, was ich will. Man hat mich hier quasi zu Hause gelassen. Oder vielleicht ist es doch so. Und doch hier in unserem Leben verstehen wir nicht, was da geschieht. Denn in unserem Leben gibt es Augenblicke, wo ich das Gefühl habe, ich bin derjenige, der hier handelt. Und dann gibt es Augenblicke, wo ich den Eindruck habe, alles kommt von oben so über mich herein. Im Lichte der oben gesagt dargelegten Erklärung sollst du die Worte der Weisen wirklich verstehen. Denn es ist wahr und sehr richtig, dass der Schöpfer selbst die Hand des Menschen auf das gute Schicksal legt, indem er ihm Genuss und Befriedigung im materiellen Leben gibt, welches voller Leiden und Qualen ist und jeglichem Inhalt beraubt, dass es den Menschen zermürbt und er vor dem Leben wegrennt. Sobald man ihm irgendeinen ruhigen Ort zeigt, will er dort von diesem Leben fliehen, welches schwerer als der Tod ist. Und es gibt für den Menschen keine größere Anweisung von Seiten des Schöpfers als diese. Die Wahl des Menschen besteht nur in der Bestärkung, weil natürlich eine große Arbeit und zahlreiche Anstrengungen nötig sind, bis der Körper sich schließlich reinigt und die Tora und die Gebote richtig befolgen kann. Mit Körper ist sein Wille zu empfangen gemeint, den er von all der egoistischen Absicht, von seinem Ego reinigt. Und dann wird er nämlich in der Lage sein, Handlungen auszuführen, in der Absicht umzugeben, durch seinen Mitmenschen zum Schöpfer. Das heißt nicht für den Selbstgenuss, sondern um dem Schöpfer Genuss zu bereiten, was als Lishma bezeichnet wird. Und nur auf diese Weise wird er des glücklichen Lebens gewürdig, welches die Ausführung der Tora begleitet. Bevor der Mensch aber eine solche Reinigung erreicht, vollzieht er natürlich eine Wahl, um sich für den guten Weg mit Hilfe diverser Mittel und Tricks zu stärken. Und er tut alles, was in seiner Kraft ist, bis er endlich die Arbeit in diese Reinigung abschließt und er wird nicht unter der Schwere seiner Last auf halbem Wege zusammenbrechen. Fragen? Gibt es keine? Gut. Das sind Worte, die schwer zu erfüllen sind, aber leicht zu verstehen sind. Gut, weiter. Internet sagt, Arkach. Das gibt Fragen. Internetfragen später, aber Hebräer 10 jetzt. Er schreibt hier, ist ungewöhnlich, er schreibt im ersten Absatz, und von hier aus verstehe, dass der Schöpfer selbst die Hand des Menschen auf das gute Schicksal legt, indem er ihm das Leiden und das Leben gibt in diesem Leben. Das heißt, der Schöpfer hat ein System aufgebaut, um letzten Endes, dass der Mensch an die Wand stößt und dann wendet er sich an den Schöpfer voller Anspannung. So ist alles aufgebaut, dass er leidet und dann diese ernsthafte Frage sich stellt. Das ist das, was er macht. Zuerst mal sprich weniger Worte, wenn du die Erlaubnis bekommen möchtest, Fragen zu stellen. Zweitens, deine Frage ist berechtigt, ist richtig gestellt. Der Schöpfer hat das Leid
richtig geschaffen. Es ist so, wie wenn wir unsere Kinder großziehen. So möchten wir ihnen zeigen, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Und sie gelangen in einen gewissen Bedrängnis. Und dadurch erhalten sie Erfahrung und werden verstehen, wie man das sich richtig zum Leben zu verhalten hat. Und das ist, er bringt uns durch diese Zustände. Das legt dieses unsere Hand auf das gute Schicksal. Ist das das gute Schicksal? Ja, natürlich, weil er uns dadurch beibringt, frei zu sein über der Natur. Das Ziel des Schöpfers in der Schöpfung liegt darin, ein Geschöpf zu schaffen, welches so wird wie er. Wie kann man aber jemanden so machen, der so wird, so ist wie der Schöpfer, wenn der Schöpfer alles ist? Darüber werden wir noch sprechen, wir werden dazu noch gelangen, aber eigentlich muss man bloß verstehen, was das Problem des Guten und Gütigen ist, der jemandem Gutes tun will, aber niemanden hat, dem er etwas Gutes tun kann. Wie bildet er das Geschöpf, damit das Geschöpf selbst das Gute erlangt und nicht bloß vom Schöpfer so erheilt, damit es in der Empfindung des Guten keinen Makel gibt, sondern das Gefühl hat, dass er selbst das verdient hat. Und indem er den Schöpfer enthüllt, dass er nicht das Gefühl hat, dass er vollkommen vom Schöpfer abhängig ist, sondern dass er den Schöpfer auf jener Stufe, in jener Form, in jener Größe erkennt, wo er etwas tun kann wie der Schöpfer. Das ist, er nimmt ihn als Partner wahr. Moskau 1. Ja, danke. Und das heißt, der Unterschied zwischen den Leiden und dem Genuss liegt, man kann das hier verstehen, dass wenn sozusagen von der Erneuerung wegläuft, ist das Leiden, und wenn du diese Erneuerung annimmst, dann ist das Genuss. Ja, genau. Wenn wir selbst zu Erneuerungen streben, zu Handlungen, so führen sie uns zum Guten, zu Genuss, und wenn wir diese Handlungen nicht wollen, nehmen wir sie als Leid wahr. Exakt. Bis wir erkennen, dass all die Handlungen, die uns der Schöpfer gegeben hat, ausschließlich Genuss sind. Holland 1. It says in the text, im Text heißt es, dass diese Wahl nur darin liegt, um sich zu stärken. Was heißt sich zu stärken und was stärken wir? Der Schöpfer sagt, das ist der gute Weg. Du musst dies und jenes tun, das heißt, du musst dich verbinden, bis du zur Absichtung des Gebens gelangst, zur Liebe der Geschöpfe. Und durch die Liebe der Geschöpfe gelangst du zur Schöpferliebe. Und dadurch transformierst du all diese Geschöpfe, die eigentlich in dir sind, dazu, dass du erkennst, dass du einen vollkommenen Körper hast. Das ist der Körper, das ist die ganze Schöpfung. Und du gelangst dazu, so zu sein wie der Schöpfer. Das ist das Ziel der Entwicklung. Tel Aviv 3. Rav, Borei Sam Yado shel Adam ala Goral HaTov. Der Schöpfer legt die Hand des Menschen auf das gute Schicksal. Welche Funktion des Menschen ist hier die Funktion des Menschen und die des Schöpfers? Der Schöpfer fängt die Schöpfung an und wir müssen sie abschließen, in jeglicher Hinsicht. Wir in unserer Zeit müssen allen erzählen, dass es so etwas gibt wie das Leben, das wir, was wir hier studieren, allen erzählen. Ja, ich weiß nicht, was du damit sagen möchtest.
Ja, nur dieses Vorwort bringt zu vielen Fragen über die Beziehung gegenüber der Verbreitung. Ich rede darüber. Bitte frag nicht etwas, worüber wir hier nicht gesprochen haben. Warum drehst du das? Stell eine konkrete Frage, bitte. Ich weiß nicht, mit welchem Ohr ich dieses Vorwort hören soll, weil dadurch, dass ich die Zähne oder nach außen hin, wie ich das Ganze betrachten soll. Ich weiß nicht. Wir lernen all die Schriften von Baal HaSulam. Die Einführung in zu Talmud HaSefirot Sferot ist nicht leicht, aber derjenige, der anfängt, sie zu lernen, versteht die Tiefen der Schöpfung und die Herangehensweise. Und man braucht dazu Geduld. Man braucht Geduld, das ist nicht einfach. Kabio 7, bitte. Ja, es seems to me that this choose life. Es scheint mir, dass wähle das Leben. I can choose that in the corporeal world, right? Auch im materiellen Leben kann ich das wählen. Ich habe nicht verstanden. Auch in unserem materiellen Leben müssen wir unser Leben so ordnen, so strukturieren, damit es uns hilft, spirituell voranzukommen. Dudi, bitte. Punkt 5. Im Lichte des oben Gesagten sollst du die Worte der Weisen aus dem Traktat Avot verstehen. So ist der Weg der Tora. Iss nur ein Stück Brot mit Salz, trinke einen Fingerhut Wasser, schlafe auf der Erde, lebe ein erbärmliches Leben und unternehm Anstrengungen der Tora. Wenn du das tun wirst, bist du glücklich und es geht dir gut. Glücklich bist du in dieser Welt und gut geht es in der zukünftigen Welt. Man sollte sich bezüglich dieser Worte fragen, wodurch unterscheidet sich die Wissenschaft der Tora von anderen Wissenschaften der Welt, die keine Askese und kein erbärmliches Leben fordern, sondern dass es die Mühe allen sei, die zu solcher Erkenntnis vollkommen ausreiche. In der Wissenschaft der Tora bemühen wir uns zwar sehr, aber das reicht noch nicht zu deren Erkenntnis aus. Wenn man nicht zu solchen Beschränkungen wie ein Stück Brot mit Salz, ein erbärmliches Leben und so weiter greift. Und das Ende dieser Worte ist noch erstaunlicher. Wenn du das tust, glücklich bist du in dieser Welt und gut geht es dir in der zukünftigen. Es ist möglich, dass es dir mehr in der zukünftigen Welt gut gehen wird. Wenn ich mich aber in dieser Welt im Essen, Trinken, Schlafen einschränke und ein erbärmliches Leben lebe, wie können wir von solch einem Leben sagen, glücklich bist du in dieser Welt? Wird etwa ein solches Leben im Verständnis dieser Welt als glücklich bezeichnet? Also gibt es hier Fragen. Ja? Man sagt Folgendes. Du musst die Tora lernen. Sie muss dir beibringen, wie du dich zu verhalten hast, um alle Welten für dich selbst zu eröffnen, weil dieses Leben sehr kurz ist. Das sind Gelegenheiten, wo du an etwas vorbeigehst, um etwas zu schnappen. Sagen wir, du gehst an den Regalen vorbei, um irgendetwas aus dem Regal herauszunehmen, das gut für dich ist. Das ist eigentlich unser Leben. Also müssen wir lernen, was es lohnt, aus dem Regal zu nehmen, wie wir das packen können, schnappen können und wie wir das nutzen können. Auch das muss man lernen. Du musst ja wissen, wozu du das genommen hast. Und das ist das Leben. Ein Stück Brot mit Salz esse, trinke einen Finger und Wasser, schlafe auf der Erde und lebe ein erbärmliches Leben. Also das Wichtigste ist, dass du die Methode zur spirituellen Existenz erkennst, also wie sehr du die spirituelle Welt erfasst. Hier und jetzt, während du in deinem Leben bist. Denn dann wird das Leben, das du hier und jetzt erfasst, als kommende Welt bezeichnet. In Ordnung? Als zukünftige Welt bezeichnet.
Gut, ich sehe keine Fragen, also Internet. Schnell bitte. Sergejewski fragt, diese eiserne Mauer und Hindernisse, indem man sie werden immer größer. Was sind das für Grenzen? Für was sind sie da? Und überwinden wir diese selbstständig? Alles, was wir in diesem Leben haben, richtet uns tatsächlich auf das, auf die Suche des, der wahren Essenz aus. Und wir haben in den früheren, also in den Generationen, ist es natürlich mit viel Leid verbunden. Leonid aus Petr Tikva 17 fragt, warum, wenn man die ganze Realität sehen möchte, muss man zum ewigen Leben gelangen? Weil du sonst die ganze Wirklichkeit nicht im vollen Umfang siehst. Armin, Mark 21 fragt, gibt es einen Unterschied zwischen dem Studium der Torah und der Kabbalah? Das ist ein und dasselbe. Bloß, was man über das Torah-Studium denkt, man verbindet hier andere Sachen auch damit. Torah ist das höhere Licht, das zum Menschen übergeht. Wenn der Mensch lernt, wie er diese Lichter zu erhalten hat, wie er sich mit ihrer Hilfe zu entwickeln und ihn diesem Licht anpassen kann, so bedeutet es, dass er Torah lernt. Letzte Frage aus Asien. Wie kann man eine Erklärung machen, wem wir Genuss bereiten, die ganze Zeit, wenn wir uns immer noch in dem Verlangen zu empfangen befinden? Nochmals, wem bereiten wir Genuss, wenn wir in unserem Verlangen zu empfangen eingeschlossen sind? Das müssen wir erfahren. Wir müssen uns so sehr entwickeln, bis wir sehen, wem wir Genuss bereiten. Das ist das Ziel der Entwicklung. Shalom, Rabbi. USA Midwest schaulot, meachar she'en lanu etza acheret, USA Midwest fragen, es gibt keinen anderen Ratschlag, als die Torah zu befolgen. Was bedeutet das Ganze, die Torah und die Gebote zu befolgen? Alle höheren Lichter zu erhalten, in der Absicht umzugeben, von dem niedersten, von dem kleinsten Licht bis zum Licht von Ein Sof. Nächste Frage. Latin 13. Was können wir tun, um mehr den Geschmack an den Sinn des Lebens zu verspüren? Um mehr Geschmack am Leben zu fühlen. Das können wir nur dann, indem wir uns selbst korrigieren und die höheren Lichter in unseren Kelim erhalten, sodass diese höheren Lichter dann Tamim bezeichnet werden, Geschmäcker, Geschmäcker des Lebens. Aus Australien. Die Frage über den Sinn des Lebens muss bis zur Endkorrektur bleiben. Warum nach 6.006 Jahren verschwindet bei mir diese Frage? Weil du nicht daran arbeitest. Wir müssen tagtäglich den Tag anfangen mit der Frage, was der Sinn im Leben ist. Was ist der Geschmack im Leben? Latin 13, wenn wir glücklich sind in der spirituellen Welt, heißt das, dass wir auch im Materiellen werden wir glücklich sein? Ich denke, dann wird das materielle Leben uns begleiten. Wir werden uns zu dem Leben in einer Weise verhalten, in einer normalen Weise verhalten. Es wird nicht unseren ganzen Horizont, dieses materielle Leben wird nicht unseren ganzen Horizont ausfüllen, sondern wir werden die richtige Einstellung erfahren zwischen dem Materiellen und dem Spirituellen. Aber natürlich wird es uns auch einen Profit in diesem Leben bringen. Jönchen 3. Es heißt, ich gab dir das Leben und das Gute und das, den Tod und das Böse. Warum gibt uns der Schöpfer das Gute und das Böse? Der Schöpfer gibt immer, er ist immer gut und gütig, aber gemäß unseren Korrekturen können wir seine gute Einstellung als etwas Ungutes sehen. Das ist so, wie ein Kind unzufrieden ist, wenn die Mutter etwas von ihm fordert. Wenn es denkt, die Mutter will das und denkt nicht, dass es zu seinem eigenen Wohl ist.
Letzte Frage. Latin 21 fragt, warum der Zähne und der Unterricht ist das Heilmittel und von dem Tod, wenn du bereits oder immer noch in Lishma bist? Habe ich nicht verstanden. Fragt, warum der Zähne und die Unterrichte wie ein Heilmittel sind für unseren Zustand vor dem Tod. Ja, weil wir mittels der Arbeit in der Gruppe und den Unterrichten die höheren Lichter heranziehen. Sie wirken auf uns und korrigieren uns mehr und mehr, bis wir würdig sind, das höhere Licht zu erhalten, welches Leben heißt. Gut. Dann, Dudi, kehren wir zurück zu Punkt 6. Punkt 6. Nichtsdestotrotz ist die Rede, wie oben erklärt wurde, von der richtigen Arbeit in der Tora und der richtigen Ausführung der Gebote, welche unter strengsten Bedingungen darin liegt, dass sie mit dem Ziel getan werden, dem Schöpfer Genuss zu bereiten und nicht zwecks des Selbstgenusses. Das kann man nicht anders erreichen als mittels einer großen Arbeit und zahlreicher Anstrengungen in der Reinigung des Körpers. Das heißt, man kann zur Empfindung der wahren Welt gelangen, nicht welche uns mit unseren materiellen physiologischen Sinnen so erscheint. Das heißt, man kann das Herz und den Verstand so öffnen, so entwickeln, sodass wir sehen, was von einem Ende bis zum anderen Ende der Welt geschieht. Und dass wir nicht einfach in einem dunklen, finsteren, vor uns verborgenen Zustand sind. Man kann dazu gelangen, aber nur unter der Bedingung, wenn wir unsere Kilim korrigieren. Also, wie bringen wir das Licht, damit es uns leuchtet und uns zeigt, wo wir uns befinden, in einem dunklen, finsteren Ort? Der sagt, das geht durch große Arbeiten, zahlreiche Anstrengungen in der Reinigung des Körpers. Der Körper, damit mit Körper ist unser Verlangen bezeichnet, unser Ego. Wie korrigieren wir dieses Ego? Und der erste Kniff besteht darin, sich selbst daran zu gewöhnen, nichts für den eigenen Genuss zu empfangen. Das ist quasi eine einfache Form. Willst du dich dem höheren Gesetz der Spiritualität angleichen, dann empfange nichts für dich. Also, entweder erhält man nichts für sich oder man wirkt nach außen und gibt jemandem. Sogar wenn es erlaubt und für die Bedürfnisse des menschlichen Körpers notwendige Dinge sind. Das ist das spirituelle Gesetz. So wie unser Körper in der materiellen Welt dahingehend funktioniert, dass man aufsaugt, für ihn sich selbst erhält, so funktioniert die Spiritualität in einer Fürsorge, in einem Geben an andere. Sogar solche wie Essen, Trinken, Schlafen und andere notwendige Attribute. Das heißt, auch in diesen Sachen darfst du dich nicht so beschäftigen, wenn du ein aktiver Teil der Schöpfung sein möchtest. Dadurch wird sich der Mensch im Prozess der Versorgung seiner Existenz gänzlich von jedem Genuss entfernen, der ihn sogar aus der Notwendigkeit heraus begleitet, bis er letzten Endes beginnt, ein im wörtlichen Sinne erbärmliches Leben zu führen. Und dann, auch nachdem er sich daran gewöhnt hat und es in seinem Körper keinerlei Wunsch gibt, irgendeinen Genuss für sich selbst zu halten, darf er sich ab diesem Moment nach dem gleichen Prinzip in der Tora beschäftigen und die Gebote ausführen, das heißt, um dem Schöpfer Genuss zu bereiten und nicht, um etwas für sich selbst zu genießen. Und sobald er das verdient, wird er ein glückliches Leben gewürdigt, voll des Guten und der Genüsse, ohne irgendeines Bitteren eines Lebens, welches sich in der Beschäftigung mit Torah und den Geboten im Sinne von Lishma offenbart. Wie Rabbi Meir sagt, jeder, der sich mit Torah im Sinne von Lishma beschäftigt, wird mit vielen ausgezeichnet. Mehr als das erlangt die ganze Welt einen Sinn für ihn und es
Es öffnen sich ihm die Geheimnisse der Tora und er wird wie eine sich verstärkende Quelle. Weiteres heißt, es kostet und sehe, dass der Schöpfer gut ist, weil gerade derjenige, der den Geschmack an der Arbeit und in der Tora und in den Geboten im Sinne von Lishma findet, dessen würdig wird, selbst den Schöpfungsplan zu erblicken, der darin besteht, den Geschöpfen Genuss, die Geschöpfe mit Genuss zu erfüllen, weil es seinen guten eigenes Gutes zu tun und der Mensch ist froh und genießt die Jahre seines Lebens, die ihm vom Schöpfer geschenkt wurden und die ganze Welt vergelt es ihm. Ken. Ja, das ist klar. Man kann das nochmals lesen, aber ich hoffe, dass ihr das im Laufe des Tages lesen werdet und es euch klarer wird. Und wenn ihr Fragen haben werdet, dann können wir das morgen behandeln. UK 2, bitte. The way that one detaches oneself from the pleasure is to auf die Weise, wie der Mensch sich von dieser Abtrennung abtrennt, indem dass er sich auf die Absicht fokussieren muss. Wie macht man das? Der Mensch kann sich nicht vom Genuss trennen und loslösen, sondern wenn er das Gefühl hat, dass er das Wesen des Lebens erfahren möchte, wozu er lebt, Sinn und Zweck erfahren möchte, so muss er sich mit Handlungen beschäftigen, und welche ihm das höhere Leuchten bringen. Und dieses höhere Licht, das auf ihn wirkt, zur Zeit, wo er sich mit Freunden verbindet, zur Zeit, wo er studiert und lernt, dieses Licht korrigiert den Menschen und wird ihn mehr und mehr zum spirituellen Leben ziehen. Und so geschieht das. Das geschieht nicht mit Kraft, nicht mit Gewalt, sondern durch den Einfluss des höheren Lichtes. Deshalb müssen wir uns bemühen, so gut wie möglich in einer gesellschaftlichen Verbindung zu sein und in einer Verbindung mit dem Studienmaterial. Das ist alles. Ich erinnere mich, wie Sie eins gesagt haben bei den Mahlzeiten. Ich sah zu der Zeit, habe ich gesehen, bei der Mahlzeit, als Sie in Dortmund und andere Handlungen ausführen, während dem Essen, sind Sie in der Absicht. Und zuvor haben Sie auch gesagt, dass Sie keinerlei Geschmack am Essen verspüren. Alles passiert in der Absicht. Hängt das damit zusammen, wovon wir jetzt gerade reden? Das hat einen Bezug und es hat auch keinen Bezug. Wir alle sind manchmal in solchen Zuständen und in so einem inneren Druck, dass das, was wir fühlen, dass das, was wir essen, dass wir daran keinen Geschmack verspüren. Und das Gegenteil ist auch der Fall, dass je größer der Hunger ist, dass man ebenfalls einen Geschmack an der Sache fühlt. Aber indem wir an der Gruppe teilnehmen und gemeinsam studieren, lernen, verändern sich unsere Kelim bereits in spiritueller Weise. In Ordnung? Baltikum 4, bitte. Balashram beschreibt das als und bezeichnet das als Asketismus. Asketismus, ist das der Aufbau des Massachs? Ist das so? Das ist keine Askese. Wir dürfen keine Nazireer werden. Das ist uns verboten, sondern wir müssen Korrekturen mittels des höheren Lichtes durchführen und nicht, dass wir irgendwelche Diäten oder Diäten durchführen und fasten. Spirituell gesehen dürfen wir nicht fasten und Diäten machen. Das wäre zwanghaft. Wenn der Arzt mir sagt, ich darf nicht Süßes essen, dann tue ich das nicht. Das bedeutet aber nicht, dass ich spirituell vorankomme. Der gesamte Progress in der Spiritualität geschieht ausschließlich durch den Einfluss des höheren Lichtes, des korrigierenden Lichtes.
Es wirkt auf den Menschen und der Mensch verändert sich. Deshalb müssen wir jene Lichter, jene Handlungen ausführen, welche die Lichter von oben auf uns wirken lassen und uns zum Guten führen, zum Geben. Asien. Good morning, friends. My question is, how can we attract? Guten Morgen, Freunde. Meine Frage ist, waking my friends up on the path. Wie können wir das Licht heranziehen, damit ich die Freunde auf dem Weg unterstützen kann? Das werden wir noch lernen. Jetzt möchte ich mich da nicht verzetteln und nicht in alle möglichen Richtungen gehen, wie wir das umzusetzen haben. Wir lernen das, was er schreibt. Wie wir das praktizieren, das werden wir noch lernen. Man kann hier nicht stehen bleiben und die Methode einfach entwickeln, von dem Punkt aus, an dem wir jetzt stehen bleiben. Moskau 1, bitte. Ja, vielen Dank. Wenn der Genuss, aber ich höre ihn akustisch schlecht. Ich habe die Frage nicht verstanden, Entschuldigung. Wir müssen uns immer mehr und mehr und mehr, unser Wendernden Schöpfer müssen wir mehr und mehr präzisieren, damit wir mit Sicherheit auf richtige Weise voranschreiten. Petach Tikwa 19. Ja, guten Morgen, Rav, guten Morgen, Freunde. Schreibt hier, was bedeutet, dass derjenige, der sich mit der Tora Lishma beschäftigt, er verdient dann viel. Was bedeutet das genau? Er lernt zu dieser Welt zu sehen, die kommende Welt zu sehen, die ganze Wirklichkeit von Anfang bis zum Ende. Er gelangt, sich an jedem Platz aufzuhalten, wo der Schöpfer ist. Und wenn der Mensch nicht in Lishma ist, wird er etwas würdig? Verdient er etwas? Nicht in Lishma ist, hat noch nichts erlangt. Und was verdient er? Er hat zumindest einen Weg. Und wenn er sich auf dem Weg befindet, fängt er an, die Wirklichkeit zu verstehen. Und nicht mehr. Petach Tikwa 4. Ja, auch in der Form von dann Empfangen, Einsaugen im Empfangen und im Geben gibt es Leiden. Deswegen ist es unklar, was bedeutet, dass man nur durch die Beschäftigung mit Torah und Lishma dann das Gute bekommt. Warum? Schau mal, weiß das Baller zu laben. Wenn wir dazu gelangen, können wir das verstehen. Wir können nicht über Dinge sprechen, die wir noch nicht so gekostet haben oder erfahren haben. Na, ich frage wie Zwicker, auch dann auf dem Weg führen wir dann Leben. Warum bekommen wir Genuss, wenn wir dann uns mit dem Geben beschäftigen, mit Lishma? Das ist von deiner Absicht, Ausrichtung ab. Wenn du zum Altruismus Geben gelangen möchtest und Handlungen machst um des Gebens wegen, um das zu gelangen, so befindest du dich bereits nicht mehr in einem leidvollen Leben. Ich bedauere sehr. Es kann nicht sein, dass wenn jemand sich nach etwas sehnt oder strebt, dass er Leid spürt. Er hat andere Form. Er hat den Kummer, dass er das Ziel noch nicht erreicht hat. Das ist anderer Kummer. Aber nicht, dass er ein Leben voller Kummer und Leid fühlt. Ein aussichtsloses Leben, zielloses Leben. Nein, er hat etwas, was ihm von der Zukunft her quasi leuchtet. Er hat ein Ziel, eine Perspektive. Baltikum 3. Ja, guten Morgen, Rav. Guten Morgen, Weltkli. Sie haben öfters gesagt, dass es dann viele Wege zum Schöpfer gibt. Es gibt viele Wege, das Licht anzuziehen. Jeder Einzelne hat seinen Stil. Gemäß seiner Seelenwurzel oder den Ort, wo die Seele entsprungen ist. Dudi, wo sind wir? Wir sind beim Punkt 7. Lesen? Ja, lies bitte. Nun wirst du beide Seiten einer Medaille in der Beschäftigung mit der Tora und der Geboten verstehen. Eine Seite ist der Werk der Tora, das heißt eine große vorbereitende Arbeit, während der Mensch seinen Körper vorbereiten muss, indem er ihn reinigt, bevor
er der eigentlichen Ausführung der Torah-Mitzvot gewürdigt wird. Und dann beschäftigt er sich zweifellos mit der Torah und den Geboten nicht im Sinne von Lishma, sondern mit Beimengungen des Selbstgenusses, denn er hat noch nicht geschafft, seinen Körper vom Wunsch zu reinigen, die vergänglichen Werte dieser Welt zu genießen. Und in dieser Zeit ist es ihm auferlegt, ein erbärmliches Leben zu leben und sich in der Torah zu mühen, wie es in Mishnah heißt. Und sobald der Mensch aber den Weg der Torah beendet und abgeschlossen hat und seinen Körper gereinigt hat und sich für die Ausführung der Torah und der Gebote im Sinne von Mishnah eignet, um dem Schöpfer Genuss zu schenken, geht er zur zweiten Seite der Medaille über, zu einem Leben in Freude und in großer Ruhe. Einem solchen Leben ist eben auch der Schöpfungsplan gewidmet, den Schöpfen Genuss zu schenken. Mit anderen Worten ist die Rede von einem glücklichen Leben in dieser und in der zukünftigen Welt. Seht ihr? Gibt euch genau Antwort auf diese Frage. Wann fängt man an zu leben? Man fängt an zu leben, nachdem man die zweite Seite der Medaille erlangt hat. Das heißt, sobald ihr eure Kelim korrigiert habt und in demselben Kelim fühlt ihr die ganze Wirklichkeit von ihrem Anbeginn bis zum Ende, dann ist alles klar, alles deutlich. Und alles hat sich offenbart und ihr habt und ihr lebt darin, ihr habt auch diese Welt, noch die kommende Welt, denn alle diese Dinge existieren bereits in euch. Ihr tragt sie in euch. In Ordnung, vielleicht lesen wir weiter. Punkt 8. Und dadurch tritt eindeutig großer Unterschied zwischen der Wissenschaft der Torah und anderen Wissenschaften der Welt zutage. Die Erkenntnis übriger Wissenschaften der Welt verbessert keineswegs das Leben in dieser Welt, weil sie dem Menschen noch nicht einmal eine allgemeine Befriedigung im Wechsel gegen die Leiden und Qualen geben, der im Laufe seines Lebens erduldet. Und wenn der Mensch daher die übrigen Wissenschaften studiert, ist er nicht verpflichtet, seinen Körper zu korrigieren, und es reicht ihm die Mühe aus, die er dabei investiert, wie auch bei jeglichen Erwerbung dieser Welt, die mit den Investieren Anstrengungen und Mühen erkauft werden. Im Unterschied dazu besteht die ganze Beschäftigung mit der Torah und Mitzvot darin, dass er des Erhalts all jene Güter und würdig wird, der sich in der Schöpfungsplan, den Geschöpfen Genuss zu schenken, birgt. Und daher muss der Mensch natürlich seinen Körper reinigen, um geeignet, diese Güter des Schöpfers würdig zu werden. Klar, ja. Also wir haben hier zwei Teile. Es gibt den praktischen Teil und danach bereits jenen Teil, wo wir das, was wir bereits uns erarbeitet haben, bereits verdienen können. Wir reinigen unsere egoistischen Empfangskelim, unsere fünf Sinne, das heißt, und können darin das ganze Licht von Naranchai und können die ganze spirituelle Welt sehen, welche uns auf grenzenlose Weise uneingeschränkt ausfüllt. Und dann fühlen wir uns vereint in Einheit mit dem Schöpfer, an den angebundenen Naranchai ist der Schöpfer. Und dann gelangen wir zum Zustand, wo das, was wir erlangt haben, auch uns gehört. Das, weil wir es selbst werden. Okay, wir lesen Punkt 9 und dann gehen wir über zur Pause. Punkt 9. Das Gesagte tritt in der Mishnah deutlich zutage. Wenn du das tust, glücklich bist du in dieser Welt. Die Weisen waren absichtlich exakt hier, um darauf hinzuweisen, dass ein glückliches Leben in dieser Welt nur für diejenigen bereitet ist, der den Weg der Torah abgeschlossen hat. Somit haben die hier erwähnten Einschränkungen im Essen, Trinken, Schlafen sowie ein entbehrungsvolles Leben nur Platz, während der Mensch den Weg der Torah geht. Und das meinten die Weisen, denn sie sagten, so ist der Weg der Torah. Und wenn der Mensch aber diesen Weg im Sinne von Lolishma in einem Leben voller Entbehrungen abschloss, so sagt darüber der abschließende Teil der Äußerung zu Mishnah, glücklich bist du in dieser Welt, da du des Glücks und der Güte gewürdigt wirst,
die sich im Schöpfungsplan bergen, und die ganze Welt wird dir nur Nutzen bringen, das heißt sogar diese Welt und umso mehr die zukünftige. Und nun gehen wir zum nächsten Teil des Unterrichts über, aber davor singen wir ein Lied. We came from distant places, but now we're feeling near. The cloud of separations rising, things are getting clear. Juntos ya pasamos ascensos y caídas, y de estos estados aprendimos a alcanzar. She'ahava drachim, haderech la'alot, ve'yesh ba'lehashlim, et kol ha'chesronot. She'ahava drachim, haderech la'alot, ve'yesh ba'lehashlim, et kol. Когда гора сомнений преграждает путь, нас вера озаряет, и назад не повернуть. Хама шевитану, кухену и хазек, холма шекибану, ламадну лехале, шеава. Wir kommen jetzt zu den Fragen der Frauen über, Women Internet, und dann zum zweiten Teil. Moldova. Im Studium der Weisheit der Kabbalah, wir trennen uns ein bisschen von unserem materiellen, körperlichen Leben und fühlen keinen Geschmack in diesen. Wie können wir dann die richtige Balance finden und das Leben spüren? Zuerst einmal, jede Sache, mit der wir uns beschäftigen, sei es sogar nicht die Weisheit der Kabbalah. Sagen wir, wenn ich mich mit meinem Hobby beschäftige, so verändert sich auch mein Leben gemäß meines Hobbys. Jede Sache, die ich tue, bekommt einen anderen Touch, eine andere Farbe. Und deshalb ist es keine Wunder, dass wir uns mit der Weisheit der Kabbalah beschäftigen, unser Leben sich verändert. Und ich betrachte jeden Lebensbereich meines Lebens, alle Lebensbereiche, auf andere Weise. Aber wenn ihr allmählich auf konstante Weise fortsetzt und die Weisheit der Kabbalah in euer Leben als eine konstante Komponente eintritt, sollte sehen, dass die Weisheit der Kabbalah gerade eurem Leben viel beifügt. Und ihr werdet sehen, dass quasi ein Leben ohne die Weisheit der Kabbalah totales unvollständig einem vorkommt. Mark 40, wie können wir das materielle Leiden in das spirituelle Leiden umwandeln? Wir müssen mehr darüber nachdenken, dass in Bezug auf seitens des Schöpfers es keinen Unterschied zwischen materiellem Leben und spirituellem Leben gibt, sondern wir machen diese Unterschiede. Denn wenn wir sehen, wie sehr der Schöpfer über unser ganzes Leben herrscht, sowohl über das materielle und das spirituelle Leben, und nicht unser Leben unterscheiden zwischen materiell und spirituell und aufteilen, so werden wir dementsprechend auch das Leben als ein Geflecht auffassen.
wahrnehmen. Latin 13. Wir erleben dann die nächste Welt im Rahmen dieser Welt. Wie kann das denn sein? Wenn wir dazu gelangen werden, werden wir sehen, dass es so ist. Es gibt keine, nicht diese Welt, es gibt keine kommende Welt, es gibt eine Auffassungsgabe, eine Wahrnehmung, wie der Mensch die Welt, seine Wirklichkeit wahrnimmt. Das heißt, wir verändern unsere Wahrnehmung und machen sie universeller. Das heißt, sie beinhaltet sowohl das, was wir in unserem Ego, in unserem Willen zu empfangen, erfassen, das, was wir dann auch in unserem Willen zu geben, erfassen. Und dann verfügen wir quasi über zwei Auffassungsgaben, zwei Welten. Moskau 18. Ob diese eiserne Wand, über die Baal HaSulam schreibt am Anfang, ist das ein wesentlicher Teil dieses Lebens? Eine eiserne Mauer, eine eiserne Barriere ist eine sehr wichtige Sache. Und wichtig ist, dass wir diese eiserne Mauer, diese Grenze auch wirklich finden, diese stärken werden können. Und sogar bis wir diese Mauer, diese eiserne Mauer sogar aufheben können. Ich will noch darüber sprechen, ja. Ja. Ich dachte, 38. Was ist der Sinn in allen in diesem Essen und Trinken, so das in Bezug auf Spiritualität steht? Es gibt keinen Unterschied zwischen materiellen Leben und spirituellen Leben. Alles hängt davon ab, wie wir uns dazu beziehen. Wir können schlafen, essen und es kann alles spirituell sein. Und wir können auch verschiedene spirituelle Handlungen machen, aber eigentlich sind sie materiell ausgerichtet. Alles hängt von der Einstellung des Menschen ab. Kapitel 5. Kann man wirklich aufhören, etwas für sich zu empfangen? Wird das Licht uns dabei unterstützen und helfen? Alle Dinge, die in uns stecken, um für uns selbst zu empfangen oder um zu geben, überhaupt was mit uns geschieht und in uns passiert, all das verrichtet das Licht. Nur das Licht. Deshalb liegt es an uns, nur darauf zu achten, wie wir das Licht lenken, leiten, steuern können, an uns heranziehen können, damit dieses Licht in uns die Korrekturen vollbringt. Das ist, was wir tun müssen. Zurzeit, das war alles, danke. Okay, ja, Dudi. Ich wollte noch mal fragen, sagt, Frage, wenn ich kann, wir sagen über Schlafen und Trinken, das ist das, was der Körper braucht. Ich verstehe nicht, was er hier genau meint, dass das verboten ist. Es geht darum, nicht, dass du die Dinge empfängst, um daraus Genuss zu haben, sondern du kochst die Dinge, um zu überleben, zu leben. Und in dieser kleinen Existenz, also wenn ich schlafe oder trinke und esse, darf ich davon genießen, darf ich da leben? Nein, du darfst diese Dinge empfangen und davon Genuss, Genuss erhalten, weil du dadurch dafür lebst, um altruistische Eigenschaften zu erwerben. Und ein Verlangen ist ein Verlangen. Du kannst das Verlangen aufteilen, ihn für sich zu empfangen oder um zu geben. Es ist immer ein Verlangen. Der Chef hat ein Kli, ein Verlangen geschaffen. Das heißt, alle Herzen, die egoistischen und die altruistischen Forderungen der Schöpfer. Ich würde gerne fragen über die ganze Einführung, weil wir laufen ziemlich schnell. Ist das die Art? Wir haben 10 Punkte durchlaufen. Die sind eigentlich sehr klar und müssen einfach sein. Ich glaube, es ist kein Problem, wenn ein Mensch so einfach diese Punkte, die wir gerade gelesen, auf einmal so herunterliest. Wir im Großen und Ganzen tun uns ein bisschen ausrichten, programmieren, ein bisschen tiefer diese Einführung zu sehen, aber in diesem Teil haben wir nichts, also keine Erneuerung gehabt, sondern wir haben uns ein bisschen mehr und mehr darauf eingestellt, unsere Einstellung auf die kommenden Punkte. Die kommenden Punkte in dieser Einführung werden mehr mit der eigentlichen Einführung zu Lehrer der Zensierung zu tun haben. Ja. Gut, sollen wir zum nächsten Teil übergehen? Ich habe auch nicht eure Fragen gesehen, dass ihr so viele Fragen habt. Die Dinge haben diese Dinge mehr und mehr
als klar und verständlich angesehen. Es gab hier nichts Erneuerung. Und das ist die Frage, wollen wir uns jetzt noch eintiefen in diese Teile oder einfach weiterlaufen? Nein, nein, nein. Es wird Teile geben in dieser Einführung, die wir mehr analysieren werden müssen. Bloß weil wir nichts analysieren müssen, müssen wir nichts analysieren. Wir müssen im Großen und Ganzen die Schriften von Balas Olam durchmachen und die Schriften von Rabash, um uns richtig auszurichten, richtig einzustellen, zu kalibrieren und auf solche Weise voranzuschreiten. Diese Dinge bilden uns, sie bauen uns, sie formen uns. Du kannst deinem Kind nicht innerhalb von eines Jahres die ganze Weisheit geben. Du musst sie auf viele Jahre aufteilen und dem Kind alles in kleine Portionen geben. Wir können über jeden Punkt, den wir gerade jetzt mit euch durchlaufen haben, in die Tiefe noch länger sprechen und so weiter analysieren, aber das wird uns nicht mehr geben. Uns bringt das nicht. Deswegen gehen wir weiter zuerst zu